Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Ich habe hier eine Flasche Wasser und da steht spritzig drauf, aber ich sehe hier überhaupt keine Kohlensäure. Wo kann denn die stecken? Na gut, ich weiß, wieso das nicht zu sehen ist. Das liegt nämlich an dem Druck, der in der Flasche ist. Der Deckel ist drauf und das Wasser in der Flasche steht unter Druck. Und bei hohem Druck kann sich viel Kohlensäure im Wasser lösen. Wenn ich den Druck entweichen lasse, indem ich den Deckel aufmache, dann sieht man auch, dass plötzlich ganz viel Kohlensäure ausperlt. Denn unter geringerem Druck kann sich weniger Kohlensäure im Wasser lösen. Jetzt kann sich natürlich nicht nur Kohlensäure im Wasser lösen, sondern auch Salz und solche Sachen. Und bei der Löslichkeit spielt nicht nur der Druck eine Rolle, sondern auch die Temperatur. Wir sehen hier mal so ein Diagramm, das zeigt, wie viel Salz im Wasser gelöst ist. Auf der einen Achse, die nach unten geht, sehen wir die Tiefe. Die Achse geht bis 5 Kilometer unter die Erdoberfläche runter. Und nach rechts aufgetragen ist der Salzgehalt der Wässer, die in diesen Tiefen sind. Und wir sehen jetzt da ganz oben, wer scharfe Augen hat, sieht so einen kleinen blauen Strich. Das ist das Ozeanwasser an der Oberfläche. Wir wissen alle, wie salzig das schmeckt. Aber guckt mal unten in 5 Kilometer Tiefe, wo es heiß ist und große Drücke herrschen. Da ist noch 10-mal mehr Salz im Wasser gelöst als oben im Ozean. Und das kann man auch in einem Experiment schön zeigen. Wir haben hier mal in Wasser ganz viel spezielles Salz aufgelöst, Kaliumsulfat. Und das Wasser haben wir vorher auf 80 Grad erhitzt. 80 Grad ist ganz schön warm. Da löst sich viel Kaliumsulfat in diesem Wasser auf. Und wenn wir das Kaliumsulfat in dem Wasser dann stehen lassen, dass sich das alles auf Raumtemperatur abkühlt, dann sehen wir, wie immer weniger Kaliumsulfat im Wasser gelöst ist und das überschüssige Kaliumsulfat sich unten auf dem Becherboden so in Form von kleinen weißen Nadeln absetzt. Alles, was an Löslichkeit verloren geht, kommt als Ausfällung, so nennen wir das, wieder irgendwie aus dem Wasser raus. Und das ist ein ziemliches Problem bei Tiefengeothermiebohrungen. Bei Tiefengeothermiebohrungen holen wir ja auch Wässer aus großen Tiefen an die Oberfläche und dabei wird dem Wasser der Druck weggenommen und es wird auch das Wasser an der Oberfläche abgekühlt und dadurch können sich viele Sachen, die in der Tiefe im Wasser gelöst waren, nicht mehr im Wasser halten und fallen aus. Es gibt Ausfällungen. Und mit diesen Ausfällungen muss man im übertägigen Geothermiekraftwerk irgendwie zurechtkommen. Da gibt es dann überall Filter, wo so gröbere Partikel rausgefischt werden. Aber viele dieser Ablagerungen, viele dieser Ausfällungen lagern sich auch an allen möglichen Maschinenbauteilen an. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Wir sehen hier auf dem Bild große Pumpen, die in den Bohrungen eingebaut sind. Und diese Pumpen bekommen im Laufe der Zeit so kalkartige Ablagerungen, die sich dann so wie harte Schichten auf allen Bauteilen absetzen. Oder es kann sogar passieren, dass ganze Rohrleitungen zuwachsen, so wie wir das hier in diesem Modell sehen. Außen ist das Stahlrohr und hier drin hat sich im Laufe der Zeit alles Mögliche abgelagert. Und das geht natürlich nicht und muss repariert werden. Und das führt zu Stillstandzeiten in dem Geothermiekraftwerk. An unserem Institut für Bohrtechnik und Fluidbergbau, da forschen wir an Möglichkeiten, wie man es hinkriegt, dass solche Ausfällungen gar nicht erst passieren in den übertägigen Kraftwerksanlagen. Und wenn sie schon auftauchen, wie wir die effektiv und kostengünstig wieder beseitigen können. Das und noch viel mehr lernt man in unseren Vorlesungen zur Geothermie an der TU Bergakademie Freiberg. Und wir freuen uns über jeden und jede, die daran teilnimmt. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!